Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht, die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde, so heißt es in einem zeitgenössischen Lied. Und dieses Wort von der guten Zeit ist ein Wort, das, glaube ich, als Überschrift wirklich passend ist. Es soll eine Zeit der Gnade sein, eine Zeit, in der wir uns neu Gott zuwenden und uns damit gewissermaßen auch selbst ein Stück zuwenden dürfen, denn in der Menschwerdung Jesu, das, was wir an Weihnachten feiern, woraufhin wir uns jetzt wieder zubewegen, das hat zutiefst mit uns als Mensch zu tun und wie wir leben, miteinander und mit Gott in dieser Welt und doch in der Berufung, dass Gott mit uns diese Welt verwandeln und verändern will. Eine gute Zeit soll es sein. Beten wir in dieser Zeit vielleicht besonders für die Menschen, von denen wir wissen, dass sie ihre Zeit oft damit verbringen, zu klagen und vielleicht auch bei sich selbst zu bleiben, bei ihren Problemen, bei ihren Herausforderungen. Das Licht der Kerzen, die wir anzünden in diesen 4 Wochen, soll uns zeigen und sagen, er, das Licht der Welt, kommt zu uns. Eine gute Zeit bricht neu für uns an. Bitten wir nun um den Segen für diese Kerzen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott. Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Quell des Lebens. Wir loben dich, wir preisen dich. In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich, wir preisen dich. Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir loben dich, wir preisen dich. Lasset uns beten. Gott, du hast deinen Sohn als Licht in die Welt gesandt. Wir bitten dich, segne diese Kerzen. Sie mögen uns in den Tagen des Advents an Jesus Christus erinnern, der jeden Menschen erleuchten will. Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht entzünden, so lass uns in der Liebe Christi wachsen. Mache uns bereit für die Feier seiner Geburt und lass uns einmal seine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbesitz sind. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzitterten. Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn hart. Du kamst dem entgegen, der Freude Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten. Bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein geflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an. Keiner macht sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gnade sei mit euch und Freude von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch befestigt, sodass euch keine Gnade mehr befehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht, am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das Geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich lebe immer im Advent.
So, liebe Schwestern und Brüder, beginnt ein zeitgenössisches Gedicht eines protestantischen Pfarrers. Ich bin immer im Advent. Und dann hört man, wenn man dieses Wort sich anschaut, auch manchmal die gegenteilige Meinung und Auffassung. Hoffentlich ist das alles bald wieder schnell vorbei, in 5 Wochen. Der ganze Stress, die ganzen Termine, wobei jetzt in diesen Tagen und in diesem Jahr werden es ja wahrscheinlich doch eher weniger sein. Das, was man alles vorbereiten muss, wofür würden Sie sich entscheiden? Wofür würdet ihr euch entscheiden? Immer im Advent oder dann doch lieber die zweite Variante und sagen, das ist bald wieder vorbei. Es ist gut, dass die Zeit ist, aber es ist vielleicht auch gut, wenn es wieder anders ist. Die Antwort, wie wir darauf reagieren würden, die hängt maßgeblich davon ab, wie wir vom Advent denken oder wie wir im Advent denken. Wenn wir das Ganze nur unter der Perspektive sehen, was wir alles abzuleisten haben und vielleicht auch in diesem Jahr etwas mehr mit Sorge darauf schauen, wie das überhaupt gehen kann, wie wir auch gewissermaßen kreativ sein wollen, dann würden wir vielleicht, wenn wir das so ansehen, sagen, nein, danke, das ist eigentlich das doch nicht wert. Und zugleich können wir vielleicht auch diesem Wort, dieses Pfarrers Arndt Hermann, etwas abgewinnen, wenn der so sagt, ich bin immer im Advent. Es ist nicht nur die Stimme von ihm, von einem Poeten, sondern eigentlich ist das auch die Stimme der Kirche, die so denkt und betet. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Und wenn wir uns den Gottesdienst ansehen und auch nachher bei der Gabenbereitung im Hochgebet gut zuhören, dann erkennen wir diese adventlichen Züge und Aspekte sofort. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dort beten wir es gemeinsam. Dort wird diese adventliche Stimme in unseren Beten laut und deutlich vernehmbar. Oder eben auch im Vaterunser, wenn wir um das Kommen des Reiches Gottes beten. Oder in diesem besonderen Einschub, den der Priester dann betet, der Embolismus, wo es dann heißt, wir erwarten dein Kommen. Wir erwarten das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus. Im Lateinischen steht es dort, Adventum, Salvatoris Nostri, Jesu Christi. Was bedeutet das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns das heute und jetzt in dieser Zeit noch einmal besonders zu Herzen nehmen und wenn wir es uns nahe gehen lassen, als einen Auftrag, den wir als Christen haben. Die Gefahr, die eben auch gegeben ist und von der erzählt der Apostel Paulus an einer Stelle im Thessalonicher Brief, die wäre nämlich, dass man das, was wir im Evangelium gehört haben, die Ankunft des Menschensohnes als eine Perspektive, die der Welt bevorsteht und mit der diese Welt zu Ende geht, vollendet wird bei Gott, wenn wir das einfach hernehmen als eine Begründung dafür, wie auch die ersten Christen das bisweilen gemacht haben und sagen, jetzt leben wir zwar noch, wir leben in einer Zeit, vielleicht mehr oder weniger gut, müssen uns irgendwie durchschlagen, aber wir lassen jetzt einfach alles kommen. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Leute wohl damals dann auf dem Markt waren und dann dort gesessen haben, der Tag ging rum und sie haben nichts gemacht.
Wir sind nicht aufgefordert, und das sagt der Apostel denen dann natürlich auch, weil der Herr Jesus Christus kommt und seine Ankunft laut der Heiligen Schrift auch nahe ist, wir damit rechnen müssen zu jeder Stunde, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir sind aufgefordert, nicht eben die Hände einfach deshalb in den Schoß zu legen und zu sagen, dann machen wir eben jetzt nichts mehr. Es bringt ja eh nichts. Warum der Stress, warum der Druck? Sondern immer und immer wieder wird ja im Evangelium auch etwas deutlich, was uns alle angeht, wenn Jesus sagt, seid wachsam. Oder in der neueren Übersetzung, die wir gerade gehört haben, bleibt wach, werdet nicht wie Menschen, denen das alles gleichgültig ist, die die Tage und die Welt und die Zeit einfach an sich vorbeigehen lassen. Aber natürlich sollen wir es auch nicht machen wie andere, dass wir uns verstricken lassen in die Geschäftigkeit dieser Welt, einfach nur noch am Laufen und am Funktionieren sind, aber wir selber als Menschen nicht mehr vorkommen. Dann wird die Vision wahr, die der Prophet Jesaja so ein wenig gezeichnet hat in seiner Prophetie, die wir gehört haben in der ersten Lesung. Dann wird das alles irgendwie unbrauchbar, dann ist selbst der Gottesdienst nicht mehr wirklich das, was er bezeichnet, ein Dienst, nicht an Gott und nicht an denen, die kommen, sondern dann wird das alles am Ende wie ein unschönes Kleid werden, das man irgendwie wegwerfen will, das irgendwie weg muss, aber das unansehnlich ist. Die Richtung, liebe Schwestern und Brüder, die muss ganz klar stimmen und die richtet sich aus auf den, der uns dieses Wort mitteilt. Zugleich wissen wir aber auch bei all diesen Aspekten, die wir auch als Christen kennen, im Gebet, in den tätigen Werken der Nächstenliebe oder eben auch in der Aufmerksamkeit für unsere Mitmenschen. Wir wissen, wir können nicht allen alles recht machen und wir können auch nicht alle perfekt das, was von uns verlangt wird, ausführen. Einer kann nicht alles tun und er kann nicht alles auf einmal tun. Umso mehr ist es vielleicht gut, wenn wir uns in diesen Wochen, die jetzt vor uns liegen und die jetzt heute Abend angefangen haben, auf das eine oder andere wirklich besinnen. Wenn von Besinnlichkeit die Rede ist, dann ist das nicht nur etwas, was einen verklärten Zustand meint und vielleicht die eine oder andere schöne Stunde, sondern wirklich, dass uns das hinführt auf diese gute Zeit. Wenn uns das Gebet liegt, dann liegt uns das Gebet und dann sollen wir das tun und dann sollen wir es gerne tun. Wenn wir in diesen Wochen versuchen, unseren Mitmensch neu in den Blick zu bekommen und wir dort gute Ideen haben, dann sollen wir das tun. Bei all dem gilt, bleibt wach. Diese große Botschaft des Advent von Christi Ankunft ist also etwas zutiefst Christliches und immer aktuell. Und insofern gilt das Wort von Arndt Hermann, ich lebe als Christ immer im Advent. Dieses Gedicht soll zum Abschluss nun auch in seiner ganzen Fülle noch einmal hier erklingen. Ich lebe immer im Advent, weil diese Zeit die Sehnsucht kennt nach Gott und seinem Lichte. Die Welt kann mir nicht Heimat sein, sie lässt mich schließlich doch allein und macht, was war, zunichte. In Gott ist Heil, in ihm ist Ruhe, drum strebt ihm meine Seele zu, damit sie Frieden findet. Es irren rastlos Geist und Sinn, bis ich dort angekommen bin, wo alles dunkel schwindet. Den Frieden, den mir diese Welt doch stets verwehrt und vorenthält, den kann nur Gott mir geben.
der alle Fülle hat in sich, der macht die Seele reich und satt und schenkt ihr wahres Leben. Ich lebe immer im Advent, weil in mir das Verlangen brennt nach Gottes Angesichte. Ich glaube fest am End der Zeit, da stehe ich von Not befreit in seinem Glanz und Licht. So wollen wir nun gemeinsam vor Gott und voreinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im Advent bereiten wir uns auf die Ankunft Jesu vor und geben auf Menschen Acht, die unsere Begleitung und Unterstützung besonders brauchen. So bitten wir. Wir beten für die Familien, die Jungen und die Alten, die im Advent ihre Herzen füreinander öffnen und für die Menschen, denen sie begegnen. Du, Herr und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für die vielen Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, für diejenigen, die unter der für die Arbeitskräfte in den Kliniken, den Pflegeheimen und Gesundheitsämtern, die derzeit oftmals an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Du, Herr und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für die an der Pandemie Verstorbenen und alle Toten, für ihre Familien und alle, die um sie trauern. Für alle, die sich vor der Einsamkeit in der Adventszeit fürchten und auf Zuwendung hoffen. Du, Herr und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft, denen ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit fehlen. Für diejenigen, die ihr Zuhause durch Naturkatastrophen verloren haben. Du, Herr und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass du ihnen dein Licht des Lebens schenkst. Heute beten wir besonders für Edmund und Agnes Weiler und Angehörige, für Hildegard und Hermann Hackenbruch und verstorbene Angehörige, für Leni und Franz Wolter, verstorbene Eltern und Geschwister. Du, Herr und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir kennen nicht den Tag und die Stunde, wann du kommst. Lass uns darum nicht in Angst erstarren vor vielen Problemen, sondern mit deiner Hilfe die Zeichen der Zeit erkennen und liebevoll handeln, jetzt, alle Tage und in Ewigkeit. Amen.
allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihm das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef und Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Hubert und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lass uns nun beten, wie Gott, der Herr, uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt nun ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf am Ende noch darauf hinweisen, am Ausgang liegt etwas für Sie bereit. Es ist eine kleine kurze Meditation für die Woche, die ich bestellt habe und die eigentlich als ein kleiner Adventswochenkalender gedacht ist. Leider ist die Druckerei etwas spät dran, beziehungsweise ich war zu spät in der Druckerei, so kann man das auch sehen, und es ist noch nicht ganz fertig. Damit man aber sozusagen auch pünktlich einsteigen kann, habe ich mir gedacht, ich kopiere das dann noch raus und lege es dann auch noch jetzt für diese Woche so aus. Ich denke aber, dass das in den kommenden Tagen dann auch eintrudeln wird. Dann wird das Ganze auch als so ein kleiner Flyer, beziehungsweise auch als ein Aufsteller, man kann sich das so ein bisschen aufstellen, vielleicht auch zu Hause verfügbar sein. Für jede Woche ein Impuls, beziehungsweise ein paar Gedanken und auch Impulsfragen, die Sie mitnehmen können. Nehmen Sie es gerne mit, wenn Sie möchten, auch für Leute, die an so etwas Interesse haben, interessiert sind, damit, wie das dann eigentlich auch auf dem Titel dann steht, in der Vorfassung, nicht plötzlich und auf einmal, es heißt, huch, jetzt ist ja schon wieder Weihnachten. Einfach als eine Anregung, diese Woche zu gestalten und inhaltlich zu füllen. So dürfen wir jetzt am Ende Gott darum bitten, dass er uns segnen möge in dieser Zeit, und diesen Segen wünsche ich allen, die zu uns kommen, die bei uns sind und die mit uns feiern, und den wünsche ich allen, die auch vorhaben, noch dazu zu kommen. Alles Gute für diese Zeit. Danke gleichfalls. Danke. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne und beschütze euch in diesen Tagen und Wochen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.